Kommen Sie? Ja, guten Tag. Guten Tag. Für Christian Morgenstern beginnt der 1. Juli auf der Klinik für Radiologie. Er hat einen Termin für eine MRT-Untersuchung seines Herzens. Nicht ohne Grund, der 50-jährige Erzieher aus Mansfeld ist bereits das zweite Mal innerhalb eines Monats im Kreiskrankenhaus Prignitz. Ausgangspunkt waren plötzlich auftretende Beschwerden. Ich hatte so eine Herzbeschwerden, wusste nicht genau, was es ist. Hatte einen leichten Schmerz hier am Arm. Da bin ich zu meiner Hausärztin gefahren und habe gesagt, macht mal ein EKG, mir ist komisch. Dann machte die ein EKG und guckte darauf und sagt mir immer nichts und sagte so, oh, ich rufe jetzt mal einen Notarzt. Und dann bin ich von meiner Ärztin via 112 ins Krankenhaus gefahren. Kein Notfall, wie sich im Kreiskrankenhaus herausstellte. Auf der Klinik für Kardiologie konnte aber dennoch eine Unregelmäßigkeit der Herzfunktion festgestellt werden. Also beim Patienten wurde eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt und bei der ist aufgefallen, dass an einer kleinen Stelle das Herz sich nicht ganz so gut zusammenzieht und andererseits an der Herzspitze die Struktur so ein bisschen auffällig war. Ja, und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dieses Herz-MRT durchzuführen, einfach um zu sehen, was könnten da die Ursachen sein, könnte das eine Entzündung sein oder könnte es irgendwie so eine Herzmuskelerkrankung sein. Oberärztin Dr. Tatjana Kleinau gehört seit September 2014 zum Team der Klinik für Kardiologie im Kreiskrankenhaus Prignitz und leitet die Cardio-MRT. Die Überprüfung der Herzfunktion per Magnetresonanztomographie in der Klinik für Radiologie ist hierbei keine Regeluntersuchung. Sie kommt zum Einsatz, wenn die diagnostischen Verfahren in der Klinik für Kardiologie nicht ausreichen. Was wirklich nur das Herz-MRT kann, ist gerade im Bereich von der Entzündungsdiagnostik. Ja, und im Bereich besonders detaillierter Narbendarstellung, ne, gerade bei Herzmuskelentzündungen oder auch bei Infarktdarstellung ist es irgendwie eigentlich die einzig wirklich so gute Methode, um das zu machen. Es gibt sicherlich auch andere Methoden, aber die sind entweder von der Auflösung her nicht entsprechend oder könnte ich wirklich sagen, wie viel Prozente zum Beispiel der Wand betroffen sind, sondern nur könnte noch am Leben sein oder eben auch nicht. Dafür kann man wirklich eine ganz detaillierte irgendwie Diagnostik irgendwie machen und wirklich zu einer guten Aussage kommen. Auch im Fall von Christian Morgenstern bringt die Untersuchung des Herzens per MRT neue Erkenntnisse. Und diese sind glücklicherweise nicht beunruhigend. Schlussendlich haben sich die Untersuchungsergebnisse von der Echokardiographie, also vom Herzultraschall, bestätigt. Wir haben ausschließen können, dass wir eine Entzündung haben. Wir haben keinen alten Infarkt sehen können. Und es gibt aber so ein bisschen untypische Verläufe im Muskel, sodass wir ihn in einem Jahr nochmal wiedersehen möchten. Zunächst besteht aber kein Grund zur Besorgnis. Nach der Untersuchung geht es für Christian Morgenstern wieder nach Hause und in den Alltag. Informationen zur Cardio-MRT und Termine im Kreiskrankenhaus Prignitz erhalten Interessierte unter der eingeblendeten Telefonnummer.